So Leute, es geht um zyklische Prozesse. Ja, wir werden hier mal in dem Video uns näher anschauen, wie das Übergangsdiagramm oder auch Übergangsgraph genannt aussieht bei so einem Prozess und die Übergangsmatrix U, ja, wie man die aufstellt. Was sind zyklische Prozesse? Und zwar sind es Übergangsprozesse, die ein System nach einer gewissen Zeit wieder in den Anfangszustand zurückversetzen. Ja, und das heißt deshalb zyklisch, weil sozusagen mehrere Zustände kreislaufartig durchlaufen werden und dann irgendwie wieder zurückkehren zum Anfangszustand. Typische Beispiele sind dafür Populationsprozesse, ja, die wir hier mal anschauen in dem Beispiel. Wir haben hier einen Entwicklungsprozess einer Libellenpopulation und diese kann in drei Stadien Eier, Larven, Libellen dargestellt werden. Eine Libelle legt in der Regel 100 Eier, dabei schlüpfen 20% aller Eier und werden zu Larven, von denen wiederum es 5% schaffen, sich zu Libellen zu entwickeln. Ja, und Aufgabe ist jetzt, stelle das Übergangsdiagramm auf und die Übergangsmatrix U. Wir haben hier einen zyklischen Prozess, ja, weil die Libellen legen Eier, die werden zu Larven, werden wiederum zu Libellen, die wiederum Eier legen und dann ist das ein Kreislauf, der ja eben immer wieder zyklisch von vorne anfängt. So, Übergangsdiagramm, wie sieht das aus? Naja, wir müssen die Anzahl der Zustände erstmal hier rauslesen. Naja, wir haben den Zustand Eier, Larven und Libellen, also dementsprechend haben wir drei Zustände. Einmal eben den Zustand Eier. Wir machen das mal so mit so Kästchen außenrum. Dann haben wir einmal den Zustand Larven. Und wir haben noch den Zustand Libellen, ja, in dieser Libellenpopulation. So, und in so ein Übergangsdiagramm müssen natürlich auch die Übergänge eingezeichnet werden. Naja, der Übergang von Eiern zu Larven. Wie viele Eier werden zu Larven? Dabei schlüpfen 20% aller Eier, ja, und werden zu Larven. Das heißt, hier kommt der Übergang 0,2 hin. 20% aller Eier werden zu Larven. Und von den Larven wiederum, von denen wiederum schaffen es 5%, sich zu Libellen zu entwickeln. Ja, also hier von Larven zu Libellen schaffen es 5%, also 0,05. Und die Libellen, ja, eine Libelle legt in der Regel 100 Eier. Das heißt, pro Libelle werden dann hier 100 Eier gelegt. Und dann fängt der ganze Spaß von vorne an. Ja? So, was ist der Unterschied zum stochastischen Prozess? Zum einen können unsere Zustände eben nur kreislaufartig in eine Richtung durchlaufen werden, ja, zyklisch. Also ein Ei kann nicht sofort zur Libelle werden. Es gibt keinen Übergang zurück zur Libelle, sondern das Ei muss zunächst Larve werden und dann erst wird es Libelle. Ja? Ihr seht also, es gibt nur eine Richtung, in der dieser Prozess durchlaufen wird. Bei der stochastischen Übergangsmatrix wäre es ja auch möglich, dass zum Beispiel das Ei bleibt. Ja? Also dass ein Zustand, dass quasi ein Objekt in einem Zustand verweilt, das geht eben auch nicht. Das heißt wirklich nur in eine Richtung, ja? Und eben kreislaufartig. Das heißt, irgendwann sind wir wieder im Anfangszustand. Das ist der große Unterschied. Und hier können eben auch Einträge größer 1 auftreten. Ja? Das ist aber bei stochastischen Prozessen nicht möglich. Da sind ja nur Wahrscheinlichkeiten oder prozentuale Anteile angegeben. Aber hier zum Beispiel seht ihr, ja, Libellen legen 100 Eier. Das ist größer als 1 dieser 100. So, wie sieht die Übergangsmatrix U aus dementsprechend? Die müssen wir auch noch aufstellen. Ja, und zwar, machen wir einen Pfeil hin. So, die Zuordnung ist gleich wie bei den stochastischen Prozessen, ja, bei einer stochastischen Übergangsmatrix. Also hier zeilenweise kommt die Verknüpfung nach hin, also in welchen Zustand was reinläuft. Wir nehmen dieselbe Reihenfolge, wie wir sie hier gewählt haben. Eier, Larven, Libellen. Wir nehmen die Eier als E, Larven nehmen wir als LA und die Libellen als LI. Ja. Also zeilenweise in den Zustand und hier spaltenweise, eben auch wieder mit der gleichen Reihenfolge, Eier, Libellen, Larven, von, ist hier die Zuordnung, ja, also von Zustand Ei zum Zustand Ei, naja, da gibt es kein
Übergang. Ja? Da die Eier gehen ja direkt zu den Larven über. Dementsprechend Eier zu Libellen. Das müssen wir natürlich andersrum machen, nicht? Damit die Zuordnung hier passt. Also Eier, Larven, Libellen. So, Eier werden zu, andersrum, ja, von Larven zu Eiern gibt es keine Verbindung, ja, es gibt keinen Übergang, Larven werden ja direkt Libellen, deswegen ist hier auch eine Null. Von Libellen nach Eier ist eben der Übergang von 100, dementsprechend kommt hier 100 rein, vom Zustand Libelle gehen 100 nach dem Zustand Ei. So, von Eier zu Larve, von Eier zu Larve sind 0,2. Von Larve zu Larve, ja, im Zustand der Larve verbleibt nichts im Populationsprozess. Und von Libelle zur Larve gibt es keinen Übergang zurück. Das heißt, hier kommt auch eine Null hin. So, von Eier zu Libelle. Von Eier zu Libelle gibt es keine direkte Verknüpfung. Ja, es müssen erst Larven entstehen. Von Larve zu Libelle. Das ist hier diese 0,05, ja, die 5%, die es schaffen eben, sich von Larven zu Libellen weiterzuentwickeln. Und von Libelle zu Libelle, naja, Libelle legen nur Eier, sterben dann, also da verbleiben keine in dem Zustand der Libelle. Ja. Und das ist dann hier dementsprechend die Übergangsmatrix U. Und ihr seht, der Unterschied zu der stochastischen Übergangsmatrix ist, wir haben hier, weil wir eben kreislaufartig nur in eine Richtung gehen können und quasi immer nur von einem Zustand in den nächsten gehen, haben wir bis auf diesen einen Zustand, der, wo der Übergang stattfindet, nur Nullen stehen. Ja? Ansonsten eben den jeweiligen Übergang, die Zuordnung. Und es muss nicht spaltenweise die Summe 1 ergeben. Ja? Das ist ja bei der stochastischen Übergangsmatrix der Unterschied, dass da müssen die Spaltensummen, also diese Werte hier alle zusammen addiert 1 ergeben, und das ist hier, wie ihr auch seht, nicht der Fall. Und da ja auch hier Zahlen größer als 1 auftreten können, ist das irrelevant, okay? Nur, dass ihr da Bescheid wisst.